Fürs Finale der Römerkampagne befinden wir uns plötzlich wieder in Sizilien. Zwei trojanische Stützpunkte sind hier aus dem Boden geschossen, die vernichtet werden sollen. Im Süden befindet sich der blaue Spieler, während der grüne Spieler den Westen der Karte kontrolliert. Beide sind gut versorgt mit Nahrung und Bodenschätzen, sie werden aber keine Gebäude bauen, da sie keine normalen Steinvorkommen besitzen. Rohstofftechnisch seid ihr auch hier gut ausgestattet, allerdings sind die beiden Startsteinfelder ziemlich schlecht. Ich empfehle eine frühe Steinmine, mehr ist aber auch nicht nötig. Die Engstelle zwischen Küste und Berg im Westen eignet sich gut für eine Verteidigungsstellung. Falls einer eurer Türme von den KIs erobert wird, könnt ihr ein wenig mit ihrer Aggression oder ihrem Patrouillenverhalten spielen, indem ihr den Turm entweder zurückerobert oder so belasst. Auch diese Karte ist aber etwas übergroß, sodass die Abstände zu den anderen Spielern recht groß sind. Wenn sich die KIs an eurer Verteidigung gut verausgaben, solltet ihr aber später nur noch das Mindestmaß an Gegenwehr abmetzeln müssen. Sobald beide Siedlungen zerstört sind, habt ihr die Punischen Kriege gewonnen.